Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer Manchester United Karriere hier in PES 21. In der letzten Folge haben sich die Ereignisse einfach nur überschlagen. Wer sie verpasst hat, unbedingt reinziehen, weil ja, da ging es wirklich ab. Also, wir haben Bruno Fernandes verloren an Juventus Turin per Freigabesumme. Wir dachten schon, wir hätten seinen Vertrag so verlängern können, dass Juve ihn nicht uns abkaufen kann, aber sie haben es dennoch geschafft, obwohl wir den Vertrag verlängert haben. Dann, sein letztes Spiel, verlieren wir 5-3 gegen Arsenal nach 2-0 Führung bis zur, ich glaube, 75. Spielminute. Brechen dann völlig hinten ein. Also das war schon sehr, sehr bitter und stehen damit in der Tabelle jetzt ganze 7 Punkte hinter City und plötzlich auch nur noch 7 Punkte vor Arsenal. Also die Meisterschaft, sie rückt aktuell in eine gewisse Ferne. Und wir sind jetzt eben noch in der Transferphase und stellen uns die Frage, was machen wir jetzt? Wir haben viel Geld plötzlich auf dem Konto. Wir haben den Verlust von Bruno Fernandes. Und ja, wir könnten natürlich beispielsweise einen Madison holen, einen Dybala oder einen Ødegaard. Alles Optionen, was man machen könnte. Ebenso von euch nochmal vorgeschlagen war Grealish. Ich glaube, den haben wir hier auch irgendwo auf der Liste. Wenn nicht, packe ich ihn mal rauf, weil er wirklich ein interessanter Spieler wäre. Aber ich glaube, wir werden, wie ich es schon, ja, wie ihr überlegt hatte in der letzten Folge, nichts mehr machen in diesem Winter, weil ich den Jungspielern wie Amad Diallo natürlich auch Spielzeit geben möchte. Wir haben einen Llorente, der das spielen kann, Van de Beek könnte das spielen, habt ihr auch gesagt, vielleicht ziehst du den einfach auf die 10 vor, könnte gut passen und dementsprechend wollen wir erstmal da nichts tun. Wir wollen uns auf den Sommer fokussieren können, wir wollen Haaland im Sommer holen, wir wollen wahrscheinlich einen neuen Keeper im Sommer, könnte gut passieren. Innenverteidigung ist ein ganz großes Thema. Ja, also es könnte im nächsten Sommer echt richtig viel passieren und jetzt haben wir auf jeden Fall die finanziellen Mittel, um all das erledigen zu können. So, und damit, ja, rücken Transfers in dieser Folge dann doch wieder ein bisschen in den Hintergrund und wir spielen stattdessen gegen Chelsea in dieser Folge. Aber vielleicht passiert ja auch in dieser Folge etwas absolut Überraschendes, wie in der letzten eben, weil damit hatte ja auch keiner von uns gerechnet. Nach wie vor sind wir hier in unserem 5-3-2 unterwegs. Das findet ihr ein sehr gutes System. Und ich bin mit diesem System auch sehr glücklich aktuell. Dementsprechend bleiben wir erstmal dabei. Und packen Lamptey heute mal in die Startformation. Startelf-Debüt also für ihn. Luke Shaw kommt zurück in die Startformation. Koundé geht mal raus für Bailly. So, dann sollte das Ganze hier passen. Und wir gehen rein gegen Southampton in die Simulation. Ich hoffe, wir gewinnen und können dranbleiben. 3-0 gewinnen wir. Arsenal gewinnt auch. Heißt, wir haben nach wie vor nur 7 Punkte auf Arsenal. City gewinnt und auch der LFC gewinnt. Wir haben jetzt Angebot, also wir haben ja ein Angebot für Wan-Bissaka, aber auch Antworten auf unsere Angebote für unter anderem Dybala oder Madison. Aber wie gesagt, wir wollen keinen holen. Ich glaube, das ist der richtige Schritt. Wan-Bissaka wollen wir aber auch dementsprechend nicht verkaufen. Stattdessen wollen wir die nächsten 3 Punkte einfahren. Nochmal ein Angebot für Bailly. Ich will ihn jetzt im Winter nicht verkaufen, aber im Sommer können wir das sehr, sehr gerne tun. Große Hoffnungen auf Top-Torjäger für Cavani. Ist er so gut dabei? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal rauf. Oh ja, ist erster vor Willian, der auch gegen uns getroffen hat. 15 Tore, das ist nicht schlecht. Martial hat sogar auch ganze 11 und dann kommt lange von uns gar keiner bis Van de Beek mit 4 Toren nochmal. Und damit gehen wir rein in die Partie gegen, hier, Burnley. Ja, das ist die Mannschaft, sieht ganz gut aus, obwohl Van de Beek nehmen wir mal noch runter und packen Berge rein für diese Partie. Gehen rein, das müssen die nächsten 3 Punkte auf jeden Fall sein. Sind es auch Arsenal, spielt nur unentschieden, das ist gut für uns. Liverpool gewinnt, City gewinnt aber auch. Ja, und damit sind wir angekommen am Transfer Deadline Day, haben nochmal hier neue Scouting-Berichte. Und zwar haben wir De Ligt. Das ist sehr, sehr interessant. Den könnte ich mir echt gut im nächsten Sommer bei uns vorstellen. Wir überspringen den Transfer Deadline Day, wollen nichts mehr tun, wollen uns dafür voll jetzt schon auf den nächsten Sommer konzentrieren. Wir machen jetzt Angebote für Haaland, De Ligt auf jeden Fall und mal gucken, was vielleicht noch passieren könnte. Derby steht ja jetzt auch bald an gegen Liverpool. Da wollen wir natürlich auch gute Leistungen zeigen, aber ja, es könnte im nächsten Sommer richtig abgehen. Haaland ist gescoutet und das bedeutet, wir kriegen ihn relativ günstig. Für knapp 60 Millionen könnte er zu uns wechseln. Das wäre schon echt ein mega Deal. Und wie gesagt, für die Innenverteidigerposition so eine De Ligt, den kann man sich ja schon ganz gut hier in diesem Trikot vorstellen. Und dass das einer der besten Innenverteidiger überhaupt so ist, ich glaube, das muss ich euch nicht erklären. Das wäre schon ein sehr, sehr cooler Deal. Vor allem, wenn wir weiter mit Fünferkette spielen,
wird sich das ja auch richtig lohnen. So, und jetzt eure Aufgabe ist natürlich, weitere Vorschläge für den nächsten Sommer reinzuhauen, denn ja, es wird Zeit, den nächsten Sommer zu planen. Aston Villa, da planen wir jetzt unsere Startformation gegen die Jungs und wollen dann hier nochmal simulieren und dann selbst nochmal gegen Chelsea zocken. Das könnte auch eine spannende Partie gegen Chelsea werden. Und was jetzt auch richtig bitter ist, dadurch, dass wir Bruno verloren haben, haben wir nur noch einen Spieler mit Kapitänsbonus und das ist eben De Gea. Und wenn der mal ausfällt, dann kann es richtig kritisch werden. Also ja, das könnte jetzt schon schwieriger werden in der Simulation jetzt in den nächsten Spielen. Heute reicht es auch nicht mehr als für ein Unentschieden. Arsenal gewinnt, Liverpool gewinnt auch und auch City. Und damit rücken die Mannschaften vorne immer weiter von uns weg. Wir haben Antworten für Haaland und De Ligt. Beide fordern dann doch nochmal ein bisschen mehr Geld. Aber beides könnte man so auch direkt annehmen. Also das halten wir uns mal offen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass beide im nächsten Sommer zu uns wechseln werden. Und das wären schon zwei richtig, richtig geile und ja, sehr, sehr gute Deals auch für uns. Was jetzt beginnt, ist eine ganz entscheidende Phase in der Saison. Nach der Wintertransferphase müssen wir beweisen, dass wir nochmal in den Meisterschaftskampf reinkommen können gegen City und gegen Liverpool. Das wird nicht leicht, aber wenn wir alles geben, dann können wir das immer noch schaffen. Und heute müssen wir damit die Basis stellen gegen Chelsea, gegen die Mannschaft aus London. Und in wenigen Tagen geht es dann noch rein gegen den LFC. Und dann, glaube ich, auch in ein FA Cup Duell gegen Leicester. Also die nächsten Folgen, die werden auch so richtig spannend. Champions League sind wir ja auch noch weiter. Aber ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, wer da unser Gegner im Achtelfinale sein wird. Ja, Tammy Abraham, erster Abschluss. David De Gea heute zum Glück wieder als Kapitän zurück im Kasten. Bringt natürlich auch, wenn man selbst spielt, einen deutlichen Boost, wenn man eben diesen Kapitänsboost drin hat. Amad Diallo heute auf der 10 unterwegs und neben ihm dann Van de Beek und McTominay. Weil Van de Beek und McTominay, das waren so zuletzt die Spieler, die mir in den selbstgezockten Spielen mit am besten gefallen haben. Greenwood für Rashford. Ja, da fehlt noch der Zug zum Tor. Muss jetzt auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier. Und Chelsea ist jetzt ja auch, weiß Gott, keine schlechte Mannschaft. Und ich glaube, die spielen ja auch hier heute mit einer Fünferkette. Oh, da ist Chelsea im 16er. Wer ist das? Kovacic. Ey, das ist so schlecht verteidigt. Ich hasse das, wenn wir so schlecht verteidigen, ne? Das war gegen Arsenal schon das große Problem, dass wir einfach hinten nicht gut stehen, weil wir die Innenverteidiger immer mal wieder zum Gegenpressing rausziehen. Und dann sind wir einfach so offen teilweise und das nutzt Chelsea hier in Form von Kovacic eiskalt aus. Das ist einfach ganz, ganz schlechtes Defensivverhalten. So kann man auf gar keinen Fall die Premier League gewinnen. Das ist gut gemacht. Luke Shaw. Luke Shaw macht es selbst an den Pfosten. Gut gespielt zwischen den beiden Engländern Luke Shaw und Marcus Rashford, aber dann trifft der Außenverteidiger nur Aluminium. Und da ist Mason Mount. David De Gea klärt zur Ecke. Offene Partie hier gerade. Wir haben Chancen, Chelsea hat Chancen. Aber Chelsea führt halt schon mit 1-0. Das ist deren großer Pluspunkt. Kurz ausgeführte Ecke auf Christian Pulisic. Der weiter für Chilwell, der die Vorlage gemacht hat für Kovacic vorhin. N'Golo Kanté. Da verliert er mal den Ball, der Franzose. Können wir kontern? Nö. Boah, ist das gut gemacht von Pulisic. Ist das überragend gemacht von Pulisic. Tammy Abraham 2-0. Ach man. Aber da muss man einfach mal, also schlecht von McTominay, wie er den Ball verliert. Und dann guckt euch hier den Trick von Pulisic an. Es sieht komplett komisch aus, aber es ist halt sauer effektiv gewesen. Abraham, Tammy Abraham, Chelsea macht weiter Druck. Kurz vor der Pause steht es also 2-0 für Chelsea. Wir werden auf jeden Fall wechseln und auch das System umstellen auf eine Viererkette. Jadon Sancho kommt in die Partie und Jadon Sancho, der macht doch gleich Druck. Das war nicht schlecht. Amad Diallo. Nochmal vielleicht raus für Jadon. Nein, da ist Wan-Bissaka. Der probiert es mit der Flanke auf Mason Greenwood. Kann sich nicht durchsetzen. Wir bleiben aber dran und Marcus Rashford nimmt sich ein Herz. Oh, jetzt wäre da der Laufweg für Sancho. Chelsea wird jetzt in höchster Not noch irgendwie bereinigt durch Rüdiger. Die Ecke wieder auf Sancho, der jetzt hier anscheinend der Mittelpunkt dieser Partie sein wird. Shaw, sehr optimistisch. Oh, da ist Hudson-Odoi und De Gea
rettet hier uns heute echt das ein oder andere Mal. Also David De Gea bis hierhin der beste Spieler auf dem Platz. Aber Jadon Sancho, der hat vor, das zu ändern. Jadon Sancho, ja, Wan-Bissaka, das ist keine schlechte Idee, aber dann kriegen wir den Ball auf Greenwood nicht durch. Sancho erläuft den nächsten Ball. Jadon Sancho, eine echte Bereicherung. Aber dann ist die Zentrale zu schlecht besetzt. Also ich glaube, wir spielen sogar auf durch die Mitte die taktische Anweisung. Und dann ist es so schlecht da besetzt. Also das ist wirklich, ja, frech. Sancho nochmal. Ja, jetzt sind sie natürlich positioniert und haben das eigentlich da ganz gut alles abgedeckt. Mal ein hoher, langer Ball. Kanté gönnt uns immerhin die Ecke. Vielleicht ja daraus noch irgendwie hier den Anschlusstreffer machen auf Maguire. Der kann das doch eigentlich. Doppelwechsel jetzt nochmal bei uns. Greenwood geht runter für Cavani und Amad Diallo geht runter für Llorente. Wir spielen doch nicht auf durch die Mitte. Das werden wir jetzt aber ändern, weil das passt einfach besser. So, wir haben noch 20 Minuten, um zwei Tore zu schießen. Vielleicht klappt das ja. Tominay, und da ist gleich Cavani. Ganz hohes Bein von irgendeinem Verteidiger. Aber angeblich kein Foul. Oh, und stattdessen gibt es diesen Konter. Hudson-Odoi, Hudson-Odoi. Boah, zum Glück kann der nicht schießen. Maguire oben. Rashford. Den muss er aufs Tor bringen, das kann es doch nicht sein. Oder war Keeper dran? Nein, Keeper war nicht dran. Den muss er aufs Tor bringen. Marcus Rashford. Also, das... Nee, sorry, da gibt es auch keine Entschuldigung. Der muss aufs Tor kommen. Llorente. Der Ball ist schlecht. Ich wollte nach oben zu Rashford, aber so wird das natürlich nichts. Es laufen die letzten Minuten. Chelsea wird hier heute verdient gewinnen. Weil wir einfach ja, unser Spiel nicht gefunden haben. Also mit der Fünferkette lief gar nichts. Nach der Sancho-Einwechslung lief mehr unter Umstellung des Systems, aber immer noch viel zu wenig. Und wenn wir mal Chancen hatten, haben wir es nicht gut ausgespielt. Oder ja, wie von Rashford eben. Der Ball kam einfach nicht dahin, wo er hinkommen hätte müssen. Und somit gewinnt Chelsea, die es heute sehr, sehr gut gemacht haben. Die auch gerade so auf so einem kleinen Aufwärtstrend sind. Ich glaube, die waren die ganze Saison irgendwie 9., 10. Jetzt sind sie, glaube ich, mal 6. Also bei denen geht es wieder ein bisschen bergauf. Ja, für uns ist es wahrscheinlich die Verabschiedung aus dem Meisterschaftskampf, denn ich glaube, jetzt haben wir 10 Punkte oder so Rückstand. Okay, Harry Maguire, merke ich mir, aber das war natürlich auch überragend von Sancho. Ja, also Sancho muss starten spielen. Wir müssen das System umstellen. Wahrscheinlich werden wir weiter 5er-Kette spielen, aber dann mit 2 Flügeln und ohne 10er. Wird ja auch Sinn ergeben, weil wir aktuell keinen klassischen Zehner so haben. Und Sancho muss spielen. Sancho ist überragend heute der beste Spieler, abgesehen von De Gea gewesen. Und hat wenigstens mal hier noch eine Vorlage machen können. Harry Maguire macht das dann auch wirklich gut. Das muss man ihm in der Stelle lassen. Ja, wenn wir jetzt nochmal den Ball bekommen würden, hätten wir natürlich nochmal eine gewisse Gelegenheit. Aber Chelsea macht das jetzt souverän. Das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Und es ist auch verdient. Es ist verdient, dass sie jetzt hier heute 2-1 gewinnen, denn sie waren die bessere Mannschaft. Ja, wir verabschieden uns erstmal aus dem Meisterschaftskampf. Nächste Folge gegen Liverpool muss es dennoch besser laufen, weil ein Derby darfst du natürlich trotzdem niemals verlieren. Ja, und so sieht jetzt eben die Tabelle aus. Arsenal ist extrem dran, 4 Punkte nur noch und wir sind 12 Punkte hinter City. Also das, der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren, Chelsea hoch auf 6. Die können also noch um Europa da mitkämpfen. Arsenal ist aber auch schon ganz schön weit weg von Leicester und nächste Folge geht es dann eben ins Derby hinein, dann wahrscheinlich mit einem neuen System oder zumindest einer leichten Variation des Systems. Wir wollen uns voll auf dieses Derby fokussieren. Im Derby ist die Tabelle völlig egal, das wissen wir alle und es geht auch in den FA Cup gegen Leicester. Das wird eine spannende Folge und in der Champions League müssten wir dann ja auch bald ran, gegen Atletico. Das wird richtig, richtig schwer. Ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Morgen geht es weiter mit dem BVB und in 2 Tagen wieder hier mit United. Bis dahin, macht es gut und ciao.